Hallo meine Lieben, ein vorgezogenes Kosmetikmordvideo von mir für den Monat Juni. Da ich ja Anfang Juli im Urlaub bin, kann ich von dort natürlich kein Video hochladen und habe daher jetzt mir gedacht, na, machst du mal ein bisschen vorgezogenes Video. Gut, also Kosmetikmord Juni, willkommen! Es hat sich, obwohl es nur 3 Wochen waren, doch einiges schon angesammelt. Ich habe doch einiges leer gemacht. Und fangen wir doch mal an. Also als erstes, Schauma Volumen Push-Up ist alle. Mein Video dazu gibt es hier. Es ist okay, kann ich nichts gegen sagen, aber Volumen, nö, gab's nicht. Leider nein. Hat aber gut gereinigt, daher ist es okay, wer einfach nur ein normales Shampoo sucht für Reinigung, da passt's. Alles andere, nö. Ausführlicher, dort. So, was haben wir noch? Ich habe leer gemacht Intima Liaison. In meinem Haul habt ihr gesehen, ich habe schon ein neues nachgekauft. Und kein Wunder, das war alle. Also brauchte ich neu. Ich mag es sehr gerne. Bin zufrieden damit. Der Geruch, ja, ziemlich neutral, finde ich. Ja, ansonsten, es funktioniert für mich gut. Der Preis ist auch in Ordnung in meinen Augen mit etwas über 4 Euro. Aber es sind ja 500 Milliliter drin. Ich mag's. Ich find's gut. Ja, ich hab's halt nachgekauft, ne? Dann habe ich leer gemacht. Dove 2 in 1. Shampoo und Spülung. Ich habe es, glaube ich, irgendwo schon mal erwähnt. Eins meiner Lieblingsshampoos überhaupt, die ich sehr, sehr regelmäßig benutzt habe. Momentan bin ich ein bisschen abtrünnig, weil ich so viel rumprobiere. Aber ich würde immer wieder zurückkehren, aber ich kann es nicht lange am Stück benutzen, weil dann es meine Haare irgendwie beschwert. Trotzdem mag ich es sehr, sehr gerne. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Ah, hier. Ich habe Swiss Opal, habe ich die Holiday Haarkur Honigmelone leer gemacht. Fand ich nicht ganz so schön wie Apfelblüte. Der Geruch war okay, die Wirksamkeit war okay, meine Haare waren wieder sehr, sehr seidig und glatt, hat wunderbar funktioniert. Aber irgendwie nicht ganz so seidig wie bei Apfelblüte. Ich fand das Haargefühl nach der Apfelblüte irgendwie besser als wie nach der Honigmelone. Trotzdem nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht. So, was haben wir denn noch? Auch alle ist der Altera Waschschaum Pfirsich. Ich werde ihn nicht nachkaufen. Er ist okay, er ist vollkommen in Ordnung. Er reinigt, kann ich nicht meckern. Anwendung ist super, Geruch ist okay. Aber ich mag den von Alverde, den grünen, einfach für sensible Haut mag ich mehr. Also er ist nicht so, im Vergleich gefällt mir der andere besser. Daher werde ich wieder auf den anderen umsteigen. Kein Nachkaufprodukt für mich, leider. Was haben wir noch? Mein Balea Rasivi-Schaum, ja. Hey ho, nein, Rasiergel Kiwi and Cream ist alle und doch nicht alle. Es kommt nichts mehr raus. Es ist aber bestimmt noch halb voll. Aber oben Druckluft im Arsch. Wortwörtlich. Nein, das ist jetzt übertrieben, aber die Druckluft ist hinüber. Deswegen Müll. Ich habe ihm noch eine Chance gegeben, ich habe mir noch eins gekauft. Aber ja, hat nicht sollen sein. Mein Mann hat beendet Gillette Fusion Pro Glide Gel. Ich habe es einmal mitbenutzt und ich war sehr zufrieden. Schweineteuer das Zeug, wirklich schweineteuer. Aber bisher habe ich die beste Rasur damit erzielt. Ich teste aber momentan noch ein paar andere. Ich lasse euch wissen, welches dann am Ende wirklich gewonnen hat. Bisher finde ich es aber sehr gut. So, auch aufgebraucht ist von Barboa diese Kapseln, dieses Sofort-Effekt Fluid. Da waren 3 Stück drin. Und, tja, ich kann mit dem Zeug nichts anfangen. Ich sehe da keinen Unterschied. Es fühlt sich auf der Haut toll an. Eine Kapsel war mir sofort kaputt gegangen. Die habe ich gar nicht benutzen können. Die anderen zwei ist halt irgendwie ölig auf der Haut. Und die Haut zieht es auch gut auf. Aber ich habe da keinen wirklichen Effekt gesehen, muss ich gestehen. Auch was ich gegoogelt habe, sind sie mir einfach zu teuer und brauche ich nie wieder. Nichts für mich. Nichts für Mutters Tochter. Nee. Dann habe ich aufgebraucht von Versace das kleine Versus-Set. Vom Geruch
Ist okay, mir ein bisschen zu schwer. So ein verführerischer Duft. Ist mir ein bisschen zu schwer. Irgendwie, ich weiß nicht. Ist nicht so ganz mein Fall. Einfach nur eine Präferenz, dass es mir einfach nicht liegt. Aber schlecht fand ich es jetzt nicht. Aber es ist so mehr so ein Abendding irgendwie, wenn man ausgeht oder so ins Theater. Dann könnte ich mir sowas für mich vorstellen. So, was haben wir denn noch? Ja, noch hinüber ist, bleiben wir doch einfach mal bei den Düften. Christina Aguilera Body Lotion. So eine kleine. Die war bei so einem Set dabei. Riecht gut, ein bisschen flüssig. Riecht aber top. Ich mag den Duft total. Aber wirklich pflegend sind die jetzt ja nun, habe ich schon mal gesagt, ich finde die alle nicht so pflegend, die mit diesen Parfums da einhergehen. Ich finde die alle nicht so prickelnd. Aber wenn sie in diesem Set dabei sind, ist okay, dann brauche ich sie mit auf, ne, klar. Naomi Campbell Cat Deluxe, mein Hassduft. Ich mag ihn irgendwie nur bedingt, und zwar, wenn ich irgendwie einen an der Schüssel habe. Ich mag ihn eigentlich gar nicht. Also, ist nicht mein Fall. Zu süß, zu schwer, zu süß. Nein, eher zu süß. Einfach nur zu süß. Es liegt mir einfach nicht. Dennoch, aufgebraucht und gut. Naomi Campbell Cat Deluxe mit Wild Kisses. Jedoch, den mag ich. Der wiederum liegt mir. Der Geruch ist hier ein bisschen Duschgel-mäßiger irgendwie. Leichter, nicht so schwer wie das normale Cat Deluxe. Ein bisschen zärtlicher irgendwie. Und daher hat mir der Duft sehr gut gefallen. Aber war ja jetzt nur auch die Body Lotion. Davon habe ich, das war sogar das Duschgel. Ich zeige euch hier das Duschgel. Aber ich habe auch die Body Lotion alle gemacht, die dazu gehört. Habe ich in Kombi benutzt, logisch. Wie gesagt, beides mir gut gefallen. Das Duschgel riecht halt unheimlich gut. In Kombi finde ich es absolut top. Und dann noch das Parfum drauf und perfekt. Habe ich noch ein Duschgel leer gemacht. Und zwar Happy Vibes von Esprit. Esprit Celebration ist ein sehr schöner Duft. Ich habe das Parfum schon komplett alle. Nun auch das Duschgel, wurde auch mal Zeit. Und würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. So. Dann habe ich diese kleine Probe von Isana Deo Exotic niedergemacht. Es riecht einfach nur fruchtig, frisch. Gefällt mir nicht so. Ist nicht mein Ding, wirkt auch nicht so toll, finde ich. Kein Nachkaufprodukt von mir. Also, ich mag es nicht. Ist nicht so mein Fall. Trotzdem habe ich es alle gemacht. Weil wegwerfen ist jetzt auch Quatsch. Oh, wir haben ja noch ein Duschgel. Enchanting von Celine Dion. Schöne Verpackung irgendwie. Wobei ich das von Naomi Campbell besser finde von der Verpackung. Aber am besten finde ich noch Esprit von der Verpackung. Simpel, aber gut. Der Geruch. Schwer. Ein bisschen schwerer, ein bisschen herber. War nicht ganz so meins. Hat mir nicht ganz so gut gefallen, muss ich gestehen. Ein bisschen ja, zu schwer, zu herb, wie ich sagte. Also das ist, war nicht ganz so. So, was haben wir denn noch? Fußpeeling ist alle. Hier oben ist jetzt kaum noch was drin, das sieht nur so aus. Da ist jetzt nicht mehr wirklich viel drin. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, Lavendel. Fußpeeling. Ich habe es schon lange nicht mehr gesehen. Das war von Yves Rocher. Fußpeeling ist halt Fußpeeling, ne? Da kann man auch nicht viel drüber sagen. Irgendwie. Dann habe ich Alverde Anti-Aging Nachtcreme alle gemacht gehabt. Da war nur noch ein kleiner Rest drin. Deswegen habe ich das noch nicht ins letzte Haul-Video mit... Haul-Video, sage ich schon. Im letzten Kosmetik-Mod-Video mit aufgenommen. Aber jetzt ist es alle. Und jetzt geht auch das. Jetzt habe ich von der Serie nur noch die Vitamin-Lotion, die ich gerne mal als Make-up-Unterlage nehme. Und was habe ich noch davon? So ein Fluid, was morgens draufkommt. Aber das gefällt mir irgendwie nicht so. Ist nicht so, weiß ich nicht, klebt ein bisschen. Nicht so meins. So, was auch alle ist. Alterra Gesichtswasser. Für mich schaut.
Fand ich okay. Also würde ich mir, könnte ich mir auch nachkaufen. Also das vorstelle. Irgendwie bin ich heute ein bisschen durch den Wind. Also ich könnte mir vorstellen, es nachzukaufen. Aber ich habe noch andere stehen. Deswegen erstmal nicht. Balea Wellness Fuß samt Lotion ist alle. Habe ich mir schon nachgekauft. Super Produkt. Nimmt man zu viel und es trocknet, dann hat man so krustige weiße Ränder auf den Füßen. Ist auch irgendwie nicht Sinn und Zweck des Ganzen, oder? Nehmt nicht zu viel davon. Also weil ansonsten bei der Wellness Fuß Butter kann man es ja machen, dass man es schön fett eincremt und dann einziehen lässt. Aber hier bei dieser Samtlotion hat man das Problem, dass man weiße Salzränder irgendwie kriegt. Also sowas in der Art. Ich blende euch mal ein Foto ein. Das ist irgendwie nicht so das Wahre dann. Was auch alle ist, Balea. 2-Minuten-Kur. Und zwar Johannisbeere und Weizenprotein. Hat mir nicht so gefallen. Hat irgendwie auch nicht so toll gewirkt irgendwie. Sie hat zwar funktioniert, mein Haar wurde, fühlte sich gepflegter an und ließ sich auch leichter kämmen, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich habe es jetzt schon besser erlebt. Swiss Opal hat mir besser gefallen und daher werde ich die definitiv nicht mehr nehmen. Und jetzt kommen wir zum letzten. So, und zwar Shiseido, die Tagescreme. Ja, geruchsmäßig finde ich sie ein bisschen altbacken. Immer noch, das hat sich auch nach der Benutzung jetzt nicht geändert. Aber sie macht unheimlich weiche Haut. Und ich habe das Gefühl, sie spendet unheimlich lang Feuchtigkeit. Man hat also so einen richtigen Feuchtigkeitsfluid auf der Haut, der einen ganzen Tag vorhält. Also wirklich bis abends. Ich finde sie für mich ein bisschen zu reichhaltig, aber ich finde sie nicht schlecht. Könnte ich mir nachkaufen, also dass ich mir es vorstellen, also ich könnte mir vorstellen nachzukaufen, sehe jedoch momentan nicht wirklich einen Bedarf, es mir nachzukaufen. Aber wäre für mich auf jeden Fall eine Alternative. Ja, das war mein Kosmetikmod. Für alle diejenigen, die sich immer beschweren, dass ich zu viel kaufe, ihr seht, ich schmeiß auch viel weg. Weil leer, ne? Und ja, gleich zisch ja wieder aus. Ich wünsche einen schönen Abend. Bis dann.